Im Norden von Bosnien-Herzegowina versuchen tausende Migranten und Flüchtlinge in die Europäische Union zu gelangen. Einige von ihnen wurden im Flüchtlingslager Lipa untergebracht. Das wurde einen Tag vor Weihnachten angezündet. Bewohner hatten das Feuer selbst gelegt. Sie fühlten sich von Regierungen und Hilfsorganisationen im Stich gelassen. Manche sehen ein Problem bei den Hilfsorganisationen, die ihnen beistehen sollen. All program, Bosnian government program, IOM program, all Bosnian government, IOM, all corruption. One IOM person, 2,000 euro per month. Nun sind etwa 800 alleinstehende Männer ins ausgebrannte Lager zurückgekehrt. Croatia, President, request you, open the camp, open the border. I like the Croatia, please help you. Don't live here. The Germany government, big power, this European Union. Sie entzünden Feuer, um sich zu wärmen. Ihre Hoffnung, ein Leben in der Europäischen Union. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.